Hallo, herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde bei mir, mal wieder auf der wunderschönen Stappenbach. So, erste Mal, der Hof hat wieder Zuwachs gekriegt und zwar den Eicher hier, den Königstiger, plus ein paar Tierchen, ja, Schweinchen, die gilt es heute zu versorgen. Die erste Ladung habe ich jetzt schon zu Hause, die zweite Ladung hole ich dann auch noch offscreen, weil das ist ja dann doch nicht so interessant. Schweine kaufen, ja, und transportieren, das ist ja relativ uninteressant. Aber wie gesagt, wir müssen die jetzt noch versorgen. Stroh brauchen sie. Können wir uns das ja kurz mal angucken. Schweinestall ist nicht versorgt, Hühnerstall ist noch versorgt, die haben noch. Müssen wir dann aber spätestens morgen dann auch wieder, also in-game morgen, auch wieder versorgen. So, Schweine brauchen noch Wasser, Stroh und Schweinefutter. Ja. Normalerweise müssten wir jetzt hier, würde ich das jetzt gerne so machen, dass wir jetzt hier die ganzen einzelnen CCM, Frischmais, Kleefrisch oder Sonnenblumenraps, Sojabohnen, das könnte man... Haben wir schon was im Silo? Muss ich mal gucken. Ne, haben wir noch nichts im Silo. Schade. Okay, aber wie gesagt, das würde ich dann halt eigentlich ganz gerne so machen. Aber ich mache das jetzt so, dass ich ganz einfach zum Händler fahre, zur... Wofür ich jetzt hier rumspinne? Das ist hier. Zum Landhandel. Da holen wir uns ein bisschen Schweinefutter. Und zwar, das machen wir jetzt. Dass wir erstmal die Tierchen versorgen hier. Ja, Simple IC brauchen wir. Also, beziehungsweise den Hut brauchen wir. Simple IC ja sowieso für den Königstier. So, also auf zum Landhandel. Ein bisschen shoppen gehen. Fahren wir jetzt mal hier links rum. Ah, ich habe jetzt hier noch einen Frontlader geholt, weil den brauchen wir jetzt dann sowieso gleich. So, Rundumleuchte machen wir auch an. Feldbearbeitung ist jetzt leider nicht möglich. Es ist viel zu kalt draußen. Wir haben eine Lufttemperatur mittlerweile von 9 Grad, sind im zweiten Frühlingstag, Bodentemperatur 3 Grad. Der Unterschied zu gestern, dass es 2 Grad weniger sind als gestern. Gestern waren es noch in-game 5 Tage, also 5 Grad. Und ja, heute sind es nur 3. Und eine Bodenfeuchtigkeit von 38%, weil es hat jetzt den ganzen Tag geregnet. So, das heißt, ja, die ganzen, man kann eigentlich davon schon reden, dass das Feld total unter Wasser steht. Und somit ist natürlich eine Bodenbearbeitung überhaupt nicht möglich. So, jetzt sind wir hier an der Verkaufsstelle. Erwischt. Wir sind jetzt schon wieder zu weit gefahren, ne? Jetzt in die Außenansicht. Ja. Also, rückwärts kommt rein. So, reichen. So, dann brauchen wir Schweinefutter. Wir könnten jetzt natürlich auch alle einzeln holen. Ja, würde auch gehen. Aber wir machen jetzt einfach mal so, dass wir... dass
zwar die ganze Sache jetzt direkt über Schweinefutter machen. Weil jetzt Stroh, das habe ich jetzt schon am Hof. Da habe ich vorher schon geholt, drei Ballen. Sieht es noch nicht ganz so schlimm aus mit Geld. Aber davon geht ja auch noch ein bisschen was weg, weil wir brauchen ja noch Geräte. Wir brauchen ja eine Sämaschine und ein grober Ziel kann man schon. Nehmen, der hat heute auch noch ein Stück gekriegt. So, jetzt muss ich erst mal gucken, da war der Trigger hinten in der Ecke, das habe ich beim Hofbau nicht bedacht. Dadurch ist das ganz schön eng beim Entladen. Hier hinten ist der Trigger. Da laufen sie rum. 13 Stück erstmal an der Zahl. So. Ich glaube, hier war dann der Trigger. Ja. Hier war der Trigger. Gut. Zu. Abgepackt rechts. Hier noch einen kleineren irgendwie zu besorgen. Kleineren Anhänger. So. Okay. Ja, was machen wir jetzt mit dem? Den stellen wir erstmal hierher. Nachher, wenn ich noch ein paar Schweine geholt habe, brauche ich den ja nochmal. In der Hoffnung, dass es nicht regnet. Ach, jetzt haben wir schon wieder 2 Grad Lufttemperatur. Also das schwankt hier heute immer so ein bisschen. Komisches Wetter heute. Gut. Dann gucken wir mal, ob das mit dem Ballentrigger auch so schön funktioniert hier. Der ist gleich hier vorne unter dem Dach. Noch Klee machen müssen.
dichte der Trigger wäre hier vorne. Und dann legen wir mal ab, das gute Stück. Mal was zum Kontrollieren. Schauen wir mal. Ja, der Trigger ist an für sich hier vorne. Aber wahrscheinlich nimmt der den Ballen so nicht an. Wäre ja doof. Ja, Freunde, das wird ein relativ kurzes Video. Hier kommt auf jeden Fall Wasser hin. Oh, die scheiß Interaktionsmarkierung wieder aus. Ist ja doof. Ja, aber wo nimmt der jetzt den Stroh an? Hier ist der Mistplatz. Naja, Freunde, so, ja, da mache ich mir einfach mal einen Kopf wie jetzt weiter und dann ja, gucken wir mal. Ich werde hier den Schaden ja ein wenig beseitigen und ja, ich hoffe, dass wir dann in der nächsten Folge mal so langsam auch sicher mit der Feldbearbeitung anfangen können, weil das wird dann nämlich mal langsam Zeit. Ja, ich sehe gerade, Texturen müssen wir auch noch ändern. Und diese Grundtextur hier von dem Gebäude, von dem die platziert, die immer nicht gemacht wird. Ja, also kommt eins zum anderen. Na gut, aber auf jeden Fall, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Wie gesagt, den Haufen hier, den mache ich mal weg bis zur nächsten Folge. Weil, klar, ich muss ja die Schweine noch fertig versorgen hier. Dass die uns ordentlich Pille produzieren. Und Mist. Damit auf die Felder gehen können. Aber wie gesagt, bis dahin, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid dann in der nächsten Folge wieder mit dabei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin sage ich bye bye, euer Agrargamer und bleibt schön gesund. Ciao, ciao.